Hallo, frohe Ostern. Hallo, frohe Ostern. Sind Sie oft hier? Können Sie mir bitte helfen, den Weg zu finden? Sie sehen aber müde aus. Nehmen Sie Platz. Machen Sie eine kurze Pause. Ja, klar. Schauen Sie mal diese schönen Fotos, die ich bekommen habe. Na ja, eine große Kerze in einer dunklen Kirche. Das ist die Osterkerze. Sie wurde in der Osternacht gesegnet. Gott hat durch Jesus Christus allen, die glauben, das Licht geschenkt. Sie ist ein Zeichen, dass sein Licht das Dunkel der Herzen vertreiben kann. Was sagen Sie? Glauben Sie an einem Leben nach dem Tod? Ja klar, sicher. Aber woher wissen Sie das? Haben Sie es gesehen? Ich habe das nicht gesehen, aber bin fest davon überzeugt. Aber schauen Sie das nächste Foto. Okay, hier ist ein Priester, der von einem Buch liest. Ah ja, das ist der Diakon. Er hat feierlich und kraftvoll das Evangelium proklamiert. Da hörten wir, wie ein Engel sagte, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Glauben Sie wirklich, dass Jesus lebt? Auf jeden Fall. Aber wieder dieselbe Frage, haben Sie ihn gesehen? Mehr als das, ich bin ihm oft begegnet. Also ich nicht. Aber jetzt schauen Sie das nächste Foto. Ja, also der Priester hält eine komische Sache und anscheinend so besprengt er mit Wasser allen. Das geweihte Wasser erinnert an die Taufe. Durch die Taufe bekommt man einen neuen Geist, den Geist Jesu. Der Heilige Geist habe ich bis jetzt auch nicht gesehen, aber ich glaube daran, weil er in den Menschen wirkt. Aber jetzt schauen Sie das nächste Foto. So, der Priester hebt ein Stück Brot über den Tisch. Ja, das ist der Höhepunkt. Durch den Priester wird Jesus wirklich anwesend und gibt seinen Leib und sein Blut für uns hin. Also, wenn überhaupt, war das vor 2000 Jahren, aber jetzt nicht wieder, oder? Ich sehe nur ein Stück Brot. Gehen Sie bitte ein Foto weiter. Ja, viele Menschen schauen zu. Ja, es gibt seit 2000 Jahren Menschen, die freudig daran glauben. Nur die ersten haben Jesus mit den Augen gesehen. Aber dann die vielen Zeugen haben anderen davon erzählt. Denken Sie nicht, dass so etwas Wichtiges für alle Menschen bekannt werden sollte? Eigentlich ja. Aber ich glaube, Sie brauchen das. Die ganze Zeit merke ich, dass Sie haben die Brille etwas schmutzig. Ihnen wünsche ich vom Herzen eine gesegnete Osterzeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas helfen. Frohe Ostern! Unglaublich, wie viel dieser Blinde sehen kann.